Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, Freunde, dickes Dankeschön erstmal an der Stelle für euer Feedback, dass ihr immer noch am Start seid. Ist natürlich sehr schön. Wie immer, werft einen Blick in die Videobeschreibung. Folgt mal auf Instagram, Twitter, Twitch. Schaut mal ein paar Instagramer ab. Freunde, wir werden jetzt... das ist Rüstung wieder, wa? Junge, ich bin so doof. Ich kann es mir nicht merken, wa? Das ist Fallensteller, glaube ich, wa? Wir werden jetzt unser Schwert erstmal aufbessern. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Windglocke, nee. Hab ich keinen Bock drauf. Wir werden jetzt, wie gesagt, erstmal unser Schwert verbessern und dann werden wir mal gucken, was wir danach machen. Weil ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was ich jetzt als nächstes machen will. Darf ich euch helfen, mein Herr? Schwertkits. Zeig mal hier, was du hast. Schaltet sich da eigentlich mit der Zeit auch noch neue Sachen frei? Wird eigentlich mit der Zeit irgendwann mal angezeigt, was wir da haben? Nee. Okay, gut. Nee, irgendwie ist immer noch der gleiche Quatsch, oder? Das wird da wahrscheinlich da stehen, neu. Gehe ich mal davon aus. Gut. Tucker war der Waffenschmied, wa? Was ist denn? Was ist mit dem Vogel los, Alter? Ist der blind oder so? Ist der ein bisschen doof? Warum fliegt der denn die ganze Zeit gegen die Wände und alles? Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Tucker ist ja gar nicht mehr hier, wa? Ist ja ganz woanders. Es wird euch gefallen. Verzeiht. Wir brauchen. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Gold, Stahl. Vorräte haben wir ohne Ende. Na gut. Eine Ehre, euch zu dienen. Ja, das glaube ich dir sofort. Wir haben schon wieder ein neues Geschenk. Gehen wir da nochmal hin. Vielleicht machen wir auch nochmal den Fernkampfbogen hoch. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Warum kommt der Gebt auf euch acht. Warum kommt der Vogel hier immer? Ist da oben auf dem Turm, was da das? Ah, da ist so ein Hat das sich ja jetzt erst, Alter? Nee, ist an allen Seiten. Ich dachte schon, das wäre so eine weiße Stelle, wo du hochklettern kannst. Kann man hier hoch? Ja, tatsächlich. Oh Gott. Das wollte er mir die ganze Zeit zeigen. Das wollte er mir zeigen die ganze Zeit. Ich hab's nicht gecheckt. Alter. Was geht mit der Musik ab, ey? Wenn es jetzt Assassin's Creed wäre, dann könnte man hier hochklettern. Auch hier wäre es wieder cool, hätten sie einfach so eine Trophäe gemacht. Erreiche den höchsten Punkt wie ein Assassine oder irgend sowas, ja. Wir hatten hier geübt, Alter. Krass. Nice! Gut, okay. So, was ist das? Das sind einfach nur Lager der Überlebenden, Mann. Sollen wir nochmal ein, zwei auseinander? Ach komm, weißt du was? Ich weiß es nicht, Freunde! Ernsthaft jetzt, wa? Das verunsichert. Es verunsichert mich so krass, dass sie. Dass die Dingens da. Vielleicht irgendwie. Lauern hier. Ist auch keiner, der mit mir sprechen will, ne? Nee, hier will auch keiner mehr mit mir reden, ey. Wir sind geliebt. Ich könnte euren Bogen verbessern. Nee, Ligusterholz brauchst du dafür. Nee, das bewahren wir auch für die Dingens. Na gut, komm. Komm. Machen wir das hier. Das will ich machen. Oder das hier, das hier, das hier. Das nehmen wir nochmal ganz kurz auseinander und dann machen wir weiter. Weil, ich weiß nicht, es muss doch auch bestimmt irgendwo einen Ort geben, wo die Leute uns nochmal so ein paar Tipps geben. Wo die Leute vielleicht,
Das können doch nicht alle Nebenmissionen gewesen sein auch, oder? Meint ihr, das waren schon alle? Ich glaub's ja irgendwie fast gar nicht. Ich glaub's ja irgendwie nicht. Eine Windglocke untersucht. Jetzt müssen wir nochmal eine Windglocke finden. Da. Legium Harsinta, Juwe! Geh doch hier durch, Mensch. Legium Harsinta, Juwe! Scheiße, jetzt hat er mich gesehen, ne? Hat er mich gesehen? Hat es gezählt? Nee, er hat nicht gezählt, ne? Scheiße, Mann. Fuck! Ja. Komm, wir machen aber keine Gefangenen. Wir metzen uns hier ganz schnell durch, ey. Jo, genau zwei auf den. Genau das wollte ich. Jo. Bogenfuzzi. Nee. Hä? Haben die tatsächlich auf mich runtergeballert? Waren es die? Tja, Freunde, ich glaube, die Nebenmission, das Bonus-Ziel werde ich nicht schaffen. So wie es aussieht. Nach dem Chaos, was jetzt hier ist. Jetzt sehe ich natürlich eine Windglocke nach der anderen, wa? Mich doch, ja. Jedes Mal die gleiche Grütze. Wenn ich es brauche, sehe ich es nicht. Und wenn ich es nicht brauche, dann sehe ich alles. Gehören die dazu? Okay, alles klar. Oh mein Gott. So. Gut, der Punkt ist befreit, ne? Diese unentdeckte Orte, wa? Die deckt er denn auf? Ach komm, scheiß auf. Komm, gehen wir in die nächste Mission vorne. In die nächste Hauptmission. Jetzt ist es soweit. Glaub ich. Ja, ich glaub richtig. Ich wäre euch gern zu Diensten. Nur das Beste für euch. So sieht's aus. Alter, was geht hier ab? Wir sind das beste Team. Das allerbeste Team. Tut mir leid. Tut es dir nicht. Weißt du noch, der alte Fischer mit 6 Zehen? Wohnte er nicht in einem dieser Häuser? Wechsle nicht das Thema. Juna, was macht er denn hier?
Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Jemand hat sie getötet. Wir waren's nicht. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen. Zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Spuren. Drei, vier Mann. Seht ihr, wohin sie gingen? Finden wir es raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen. Wenn sie wütend war und jemandem die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigen dich. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, dass Tucker hier mit dabei ist. Wie er halt schon sagt, war der kann halt nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Wohnte hier nicht ein Samurai? Er gewann doch gegen diesen... Taka! Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Gosamatten, sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Guter Kann, Taka. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Nee, du lebst ja, weil wir dich beschützt haben. Pfeilspitzen, Bogensehen, Fell für Klebstoff. Die Schützen waren wohl hier. Jin, Taka, ich hab etwas! Was ist jetzt los, Alter? Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, um welche Schützen es geht, weil ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Das ist so lange her schon wieder. Hier sind Spuren. Ah nee, das waren doch die... Ah nee, sind das die Schützen, die Yarikawa bedroht haben? Und wir sollen, erstmal helfen, Mann, damit die sehen, dass wir es ernst meinen. Irgendwie sowas. So war es, glaube ich. Sie weiter runter? Ja. Da sind sie. Eilen den Hügel hoch zu diesem Felsgrab. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Ach, da. Ich hab die gar nicht gesehen. Wie schnell der Tag- und Nachtwechsel manchmal geht, oder? Na gut. Alter Schwede. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr oder? Müsst die Schützen aus Yarikawa. Ah nee, was die Schützen übrig ist. Sorry, Freunde, nochmal zur Erinnerung. Jetzt weiß ich wieder. Das sind die Schützen, die sich gegen Yarikawa gestellt haben und auf eigene Faust die Mongolen bekämpfen wollen. Das waren die Schützen, ne? So ein bisschen die Ritter von Rohan-Style. Oder Gondor? Nee, Rohan. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Na, wirklich so, Leute, die vom Anführer nicht die Erlaubnis bekommen?
und dann auf eigene Faust losziehen. So ein bisschen verstoßen wurden die, oder? Oder sind die einfach nur auf eigene Faust losgezogen? Wie war das? Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Hey, Alter, klingt... Nur nicht überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Ja, wie gesagt, ganz zusammen kriege ich es nicht mit der Story von denen. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr. Noch nicht. Keine Gnade! Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Hui! Vernichtet sie! Na dann, Gott, Johnny! Alter, den hat's ja gar nichts ausgemacht. Aber mein Schwert. So macht man es professionell, Alter. Alter, haben wir viele auseinandergenommen. Mal gucken, ob es klappt. Nee, noch nicht. Schade. Alter! Ich bin blind! Geil. Geil, manchmal kommt man sich auch so krass mächtig vor, oder? Das ist halt das Geile an dem Game. Haben die nichts gedroppt, oder was? Ganz leicht ist es weg. Na gut. Gute Arbeit, Alkoku. Bringt eure Männer zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus.
Saka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Das war übel von ihr, der Spruch. Der war übel, ey. Der war übel als von ihr. Also wenn ich das nochmal... Warte mal, das war... Nee, das war nicht ein Trupp, der... Nee, warte mal, das war ein Trupp, der losgezogen ist und vermisst wohl oder sowas. Und den sollten wir wieder aufspielen, um irgendwie die zu retten. Und wenn wir das schaffen, könnte man drüber reden, dass wir zusammenarbeiten. Irgendwie sowas war, oder? Korrigiert mich gerne nochmal, wenn ich irgendwie da irgendwas vergessen habe. Ist ja schon ein bisschen länger her, Mann. So, Freunde, jetzt ist allerdings auch Schluss. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter, wenn ihr Bock habt. Seid dabei. Fand ich eigentlich ganz cool, die Mission. War zwar wieder sehr, sehr kurz. Also, das Spiel geht elendig lang. Also, was nicht elendig lang in dem Sinne, dass es schlecht ist, oder? Aber es geht verdammt lang, das Spiel, wa? Aber die Mission, ey, so, das höchste der Gefühle ist schon so 15 Minuten, wa? Naja, egal. Egal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein.